Und da sind wir auch schon wieder zurück in Freeburg und müssen uns wieder auf den Weg zur Arbeit machen. Gibt's eigentlich sowas wie ein Wochenende? Ich meine, wir haben jetzt 5 Tage, das heißt, eigentlich wäre ja jetzt heute Freitag. Aber ich glaube, ein Polizeichef hat nie Wochenende, denn das Verbrechen ruht nie. Das ist so typische Polizeisätze, die man immer gerne mal bringt. Warum sind überall Kaffeeflecken drauf? Hat das was mit den Kaffeeflecken auf sich? Sind das vielleicht, ja gut, der da zweimal seine Kaffeetasse abgestellt? Egal. Ja, gut, dann Freitag, heute einen Tag noch ab zur Arbeit. Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Pillen. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car, figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run, and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack. Please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Oh Gott. Tja, also der Kendrick hat sich mit der Mafia eingelassen, wurde aber jetzt entlassen durch diesen Korruptionsskandal. Naja, und die Mafia will ihren Vertrag erfüllt sehen und das bedeutet bis zum Ende des Jahres einen Insider bei der Polizei. Das Problem ist, wenn wir ihm nicht helfen, dann wird er uns wahrscheinlich die Verantwortung dafür auflasten, dass er und seine Familie umgebracht werden. Wenn wir ihm aber helfen, dann bringen wir unsere eigene Familie in die Schussbahn. Wir haben 3 Kinder, wir haben eine Frau, auch wenn sie gerade weg ist, aber die würden wir alle selbst in Gefahr bringen, weil die Mafia wahrscheinlich Dinge von uns verlangen würde, die wir wirklich nicht tun wollen.
das ist eine von diesen Entscheidungen, ja, dass wir überhaupt wissen, dass er wahrscheinlich, also es wird, wenn wir ihm nicht helfen, wird wahrscheinlich die Information kommen, dass er tot ist und seine Familie auch auf einem tragischen Unfall umgekommen. Ja, und wir werden wissen, es ist, weil wir ihm nicht geholfen haben. Aber ganz ehrlich, ich möchte ihm nicht helfen. Er hat sich selbst in diese Situation gebracht. Er hat sich selbst mit diesen Leuten eingelassen. Dazu hat ihn niemand gezwungen. Es gibt keine sinnvolle und gute Erklärung dafür, sich mit Verbrechen oder der Mafia einzulassen. Man findet immer irgendwelche Ausreden, warum das notwendig war, warum es keinen anderen Weg gab. Es gibt immer einen anderen Weg, ohne jeden Zweifel. Und in diesem Fall muss ich darauf bestehen, dass Kendrick allein verantwortlich ist. Er ist für seine Taten verantwortlich und ich kann ihm da nicht helfen. Ich werde nicht Schlechtes tun, vor allen Dingen meine eigene Familie in Gefahr bringen, um jemandem zu helfen, der das sehr fahrlässig mit seiner eigenen Familie getan hat, dann wären wir nicht besser als er. Und deswegen, ja, kommen wir zu dem Punkt, dass wir uns weigern, Kendrick zu helfen. I'm not gonna lecture you, Frank. I don't think I have anything to say that you don't already know. I'm sorry for your family. I wish them all the best of luck. Und mit all dem im Hinterkopf auf zur Arbeit. Denn die Arbeit, ja, die wartet nicht. Ich bin so müde, ich kann kaum noch geradeaus gehen. Kann ich nach Hause gehen? Ja, guck mal, wie sie. Guck mal, Detective Ames ist total. Ja, kommen Sie. Ja, gehen Sie nach Hause, ruhen sich aus. Ich muss mein Auto in die Werkstatt gehen. Könnt ihr heute auf mich verzichten? Bridge Junior mit 20? Kannst du vergessen. Wobei, eigentlich, wir könnten auf ihn verzichten, weil wir brauchen ihn wahrscheinlich eh nicht. Aber ganz ehrlich, Auto in die Werkstatt ist kein Grund, um nicht zur Arbeit zu kommen. Also in den meisten Fällen. Normalerweise kann man es ja irgendwie morgens dahin bringen oder man kann sagen, ist irgendwie ein halber Tag Urlaub oder sonst irgendwas. Aber das ist normalerweise kein Grund, um bezahlten Urlaub zu bekommen. Vor allen Dingen wahrscheinlich Urlaub, der nicht von seinen Urlaubstagen abgeht. Nein. So, Officer Gillette. Wobei, ich müsste mir gucken, dass ich mir einen aufbewahre für die Tagschicht und unsere Officers hier müssten eventuell, Quatsch, unsere Detectives müssten ja auch von den Abzeichen leben. Guck mal, wie er aussieht. Oh, ich wollte doch nur nach Hause. Ach nein, das war hier. Birch und Birch Junior. Oh Gott. Was ist denn das für eine Familie? Die haben beide so ein Frauengesicht irgendwie. Officer Gillette mit der Brille. Wir haben erstaunlich wenig Frauen in dieser Schicht. Dafür haben wir in Schicht B deutlich mehr Frauen, glaube ich. Da haben wir nur einen Kerl. Na gut, dann ist dem eben so. So, was hören wir uns denn heute an? Wir gehen mal hier rüber. Singenham. John Sangster. Platte drauf. Nadel drauf. Los geht's. Oh, wie angenehm, wie angenehm. Egal, wie Sie persönlich zur Verwaltung der Stadt stehen, Ihr Polizeipräsidium hängt von Ihrer Gnade ab. Um vernünftige Arbeitsbedingungen zu erhalten, müssen Sie dem Bürgermeister angemessene Anfragen vorlegen. Oh je, was kommt jetzt? Die Stadtverwaltung. Die Entscheidungen der Stadtverwaltung hängen davon ab, ob man dort mit ihrer Arbeit zufrieden ist oder nicht. Die Narren, die die Stadt lenken, können alles direkt ablehnen oder nur ein paar ihrer Anfragen durchwinken. Also bitten Sie nur um das, was Sie wirklich brauchen. Freistelle Polizist, Freistelle Detective, SWAT-Verbesserung, Gehaltserhöhung. Will ich eigentlich noch gar nichts machen? Wir kommen aktuell klar mit den Polizisten, die wir haben. Insofern bleibt das erstmal so. Gehalt. Oh, hier ist Ihr wöchentliches Gehalt. Die Stadtverwaltung hofft, dass Sie uns nicht enttäuschen. 1200. Dankeschön. Da habe ich aber von dem Club, wo wir einst waren, deutlich mehr verdient. Naja. Jeden Morgen schläft ein dreckiger und nach Urin stinkender Obdachloser vor dem Café. Der Mann weigert sich zu gehen und knurrt jeden an, der sich nähert, was die Kunden verängstigt. Hey, ihr Birches. Macht euch mal in die Arbeit. So, in der Stadtverwaltung haben wir jetzt noch Angelegenheiten. Müssen wir denn da irgendwas machen? Ne, wir haben jetzt eigentlich alles. 16,6, Rückstand, alle schwarzen Polizisten entlassen. Das ignoriere ich mal konsequent. Gehaltserhöhung, SWAT-Verbesserung, freie Stelle Polizist. Ich will das jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, gerade nicht anfragen.
So, Touch of Dionysus, Alkoholika. Eine Zeugin hat von ihrem Fenster aus gesehen, wie ein bewaffneter Mann mit einem Damenstrumpf über dem Kopf einen Alkoholladen in der Nähe. SWAT-Team. Officer Stonewall, bitte einmal. Wobei ich Angst habe, dass der verletzt wird. Und wer könnte noch, ja, bei so einer Sache, nehmen wir Robbins, Huff und Grant. Das ist schon eine ernste Sache, deswegen schicken wir da mal 4 Leute hin und ein SWAT-Team. Ja, doch, die Musik gefällt mir. Nein, das möchte ich nicht machen. Wohngebiet. Ein Hotdog-Verkäufer berichtet, er habe Elvis-Imitatoren auf dem Gehsteig miteinander kämpfen sehen. Sie fluchen auf Spanisch und schlagen mit Mikrofonständen aufeinander ein. Gillette, geh mal für Ordnung sorgen, nimm Samadi mit. Können wir eigentlich auch Vandal mitschicken, ne? Komm. In der Hoffnung, dass jetzt nicht noch irgendein... Morgen läuft die Frist ab. Ja, ich weiß. Und Burgess, Täter ist entkommen. Ihr seid so solche Nieten. Na, die Burgess. Na, kann man nichts mehr zu sagen. Okay, mindestens Burge Jr. wird sowas von entlassen. Deswegen warte ich eigentlich nur darauf, dass er hier Fehler macht und schicke ihn immer zu so kleinen Einsätzen, die jetzt nicht unbedingt so gravierend sind. Ja, und dann habe ich irgendwann genug in der Hand, um ihn rauszuwerfen. Der Laden hat 2 Ausgänge, aus denen bereits einige Leute geflohen sind. Okay. Ein Streifenwagen direkt durch das Schaufenster fahren, an die Hintertür schleichen. Der Räuber ist auf die Polizisten aufmerksam geworden und hat den Kassierer als Geisel genommen. Er hat eine Waffe auf den Kopf der Geisel gerichtet und ruft, zieht euch zurück oder ich blase ihm seinen verdammten Kopf weg. Währenddessen schreit der Kassierer in einer unbekannten Sprache. Ruhig, Abdul. Moment, Abdul, wir wissen doch noch gar nicht. Ach Gott. Wen haben wir denn vor Ort? Auf der Stonewall, ne? Ja, wir können das nicht. Ich meine, wir müssen die Situation natürlich entschärfen, aber wir können ihn natürlich auch nicht gehen lassen. Okay, dann müssen wir ein bisschen rabiater werden. Du in der Maske Klappe halten und Waffe fallen lassen. Der Räuber wird sichtlich nervös. Nicht schießen, bitte, ich brauche nur das Geld. Ich werde mir ein wenig nehmen und verschwinden. Ich habe niemandem wehgetan. Der Kassierer beginnt zu weinen. Er hat niemandem wehgetan? Natürlich hat er Leuten wehgetan. Die Leute, also es ist ja nicht so, dass nur wirklich körperliche Wunden zählen. Ich glaube, die Leute, die hier in dem Laden waren und vor allen Dingen der Kassierer, sind sichtlich traumatisiert. Und die werden so schnell das Ganze nicht vergessen werden. 2 Wege führen aus diesem Laden raus. Einer in Handschellen, einer im Leichensack. Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Alles perfekt geregelt. Ja, auf Officer Stovel, nicht Stonewall, Stovel. Kann man sich verlassen. Heute ist es heiß und die Leute gehen schwimmen. Letzte Woche sind 4 Leute an Freebergs Stränden ertrunken und die Presse war aufgewühlt. Bitte schicken Sie jemanden, der ein Auge darauf hat. Er wird es wahrscheinlich sowieso versauen. Was haben wir denn hier? Jack. Dieses Jahr haben die Organisatoren der goldenen Monsterjagd plötzlich die Regeln des alljährlichen Schießwettbewerbs geändert. Jetzt muss man in Teams anstatt einzeln antreten. Können Sie mir 2 Ihrer besten Schützen schicken? Ich würde wirklich gerne gut in dem Wettbewerb das können wir machen. Stadtzentrum, ein Raub. Oh. Bao Liang wurde eine antike chinesische Kette gestohlen, als sie auf dem Weg zur Pfandleihe war. Ja, da schicken wir doch mal Beasley und Moser als Unterstützung. Galerie für moderne Kunst. In der Ausstellung einer Kunstgalerie mit dem Titel Sexoperation verschaffte sich eine Truppe junger Leute in Skimasken Zutritt und hat begonnen, die Ausstellungsstücke zu zertrümmern und zu rufen, wir brauchen solchen Mist in unserer Stadt nicht. Ja, dann geh doch einfach nicht hin. Guck sie halt nicht an, meine Güte, Idioten. So, ich muss ein bisschen warten, bis unsere anderen Officer zurück sind und jetzt gleich kann ich das annehmen. Jawohl. Da würde ich nämlich ungern Mr. Birch hinticken, da schicken wir Mr. Robbins und Mrs. Huff, Grant und Birch. Wir sehen schon, wir können so viele Polizisten einstellen und eine Gruppe junger Leute, da ist es mir lieber, wenn mehrere dabei sind und vor allen Dingen einer, der vielleicht ein bisschen was drauf hat. So, fortfahren. Ah, der Bericht wegen der Gewalt. Ah, Täter gefasst, Beamte unversehrt. Hervorragend. Gillette, du bist mein Mann. Ja, sehr schön. So, jetzt kommt Gillette auch zurück, glaube ich. Jawohl, da ist er wieder. Und 2 meiner Besten, natürlich Stovel und Gillette. Bao Liang, das Opfer.
ich und mein Mann sind in eine schwierige finanzielle Situation geraten und ich wollte eine antike chinesische Haltkette verpfänden, die schon seit Jahrhunderten in meiner Familie vererbt wird. Als ich damit auf dem Weg zum Pfandleiher war, riss mir jemand meine Tasche von der Schulter und ich rannte weg. Ich konnte nicht schnell genug reagieren, um irgendetwas zu tun, nicht mal schreien. Er sah aus wie Mann. Wer kennt das noch? Oh, es tut mir leid. So, Dwayne Fishman ein Zeuge, der Täter fuhr ein Motorrad. Er fuhr die Straße runter, griff sich die Tasche und entkam damit. Ich habe versucht, hinter ihm herzurennen, aber ich konnte nicht einmal sehen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Er sah aus wie Mann. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber er hatte so eine Jacke an, wie die anderen Biker, die an den Kreuzungen rumhängen. Das war auf keinen Fall ein Biker aus der Gegend. Die sind kahlköpfig und haben Bärte, aber dieser Kerl sah asiatisch aus. Vermutlich Japaner oder Chinese. Ich habe keine Waffe in seiner Hand gesehen. Nur wie er die Tasche gegriffen hat und weggefahren ist. Okay, also anscheinend wirklich ein Drive-by-Raub. Mit dem Motorrad vorbeigefahren. Ja, wir werden herausfinden, was es damit auf sich hat. Wir haben ja unsere Detectives im Einsatz insofern. Mach ich mir da keine Sorgen. Wir gucken mal gerade unter den Musikstücken. Das war jetzt doch sehr kurz. Deswegen werfen wir nochmal ein anderes ein. Das hier an der Ecke hat man auch nicht. Billabong von Len Barnhart und Bob Barnhart. Ne. 17 Uhr. Es wird Zeit für den Feierabendsong. Bericht. Oh, da hätte er denn kommen. Beamte unversehrt. Na super. Verdammt. Es ist immer, wenn ich einen Birch mit dabei habe. Beim Raub. Aktuell 3 neue Schnappschüsse. Ermittlungen eröffnen. So. Wir haben einen Motorradfahrer. Was haben wir hier? Ja, ein Motorradfahrer fährt heran. Nimmt ihr die Tasche ab und... Der Verdächtige ist Kuan Yilin, chinesische Einwanderin, vor kurzem der Universität verwiesen. Oh Mist, Ablauf abgeschlossen. Hätte ich beim letzten Mal, verdammt, hätte ich wahrscheinlich auch den Ablauf abschließen müssen. Oh nein. Ihre Detectives haben Hinweise auf den Aufenthaltsort des Verdächtigen. Manchmal können davon mehrere zur Auswahl stehen. Chinatown, Wohnheim. Um die Verhaftung durchzuführen, müssen 2 Polizisten den leitenden Ermittler begleiten. Wenn der leitende Ermittler nicht im Dienst ist, wird die Verhaftung warten müssen. Aber denken Sie daran, dass Flüchtige nicht geduldig warten werden, bis Ihr Stundenplan den Zugriff zulässt. Denken Sie auch daran, dass Kriminelle unterschiedlich reagieren werden. Ein verängstigter Dieb wird sich eher ergeben, sobald er keinen Ausweg mehr hat. Ein brutaler Mörder wird vielleicht sehen wollen, wie viele er noch mitnehmen kann. Bei gefährlichen Kriminellen ist es sicherer, erfahrene Polizisten zu schicken oder sogar das SWAT-Team, falls sie es für nötig halten. So, nachdem sie der Universität verwiesen wurde, zog Kuan Yinlin hierher. Sie haben 2 Beamte geschickt und den leitenden Ermittler. Wir schicken mal Vandal und Samari. Kümmert euch bitte mal darum, dass die Verhaftung einwandfrei läuft. Oh, was ist jetzt los am Wolkenkratzer hier? Oh nein, wir haben nur Grant und Birch. Ein Wächter hat in seiner Raucherpause gesehen, wie ein Teenager Obszönitäten an die Gebäudewand schmierte. Ich habe die Ratte auf einen Baum gejagt, jetzt können Sie übernehmen. Ja, das werdet ihr wohl hinbekommen. Enttäuscht mich jetzt nicht. Der sitzt auf einem Baum, der Mann. Wir haben es geschafft, Boyd. Wir haben gewonnen. Dieser Ernest weiß wirklich eine Menge übers Schießen. Hat uns sogar noch 1-2 Dinge beigebracht. Er hat uns auf eine Jagd eingeladen, um den Sieg zu feiern. Also nehmen wir uns einen Tag frei. Das haben wir uns verdient. Ja, okay. Aber das sind unsere beiden Besten. Das ist natürlich schwer, ohne die auszukommen in der Schicht hier. Oh Gott. Ich sollte einfach... Brauche mehr Polizisten. Ich sehe auch schon, das wird immer hektischer, ne? Täter gefasst. Sehr schön. Fall geschlossen. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Unsere Detectives haben ein bisschen an Erfahrung gewonnen. Sehr schön. Oh, die Musik passt gut zum Abend. Das müssen wir uns merken. Die werden wir vielleicht einfach immer abends abspielen. So, wir warten noch auf die Rückkehr unserer Vandalismus, genau. Oh, ihr seid solche Nulpen. Es ist unfassbar. ja, okay. Wir können den Tag nur noch beenden. Haben aktuell 8100. Tja. Sieht aus, als würde morgen ein langer Tag werden. Oder besser der erste von vielen langen Tagen. Es passiert einfach zu viel gleichzeitig. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich morgen Unterstützung brauchen. Die beiden haben morgen frei. Wir könnten eventuell Vandal und Robbins mit nach morgen nehmen. Ich nehme mal Samadi mit morgen.
kannst du bitte morgen auf die Arbeit kommen? Wobei, das ändert ja nichts, ne? Es hilft ja nichts, weil es wird einfach nur das Problem verschieben. Das ist die Sache, ne? Weil er wird dann morgen arbeiten, muss aber dann auch den Tag drauf arbeiten. Das heißt, er wird müde sein, ich muss ihn in Urlaub schicken, muss Leute aus der Schicht B in die Schicht A rübernehmen, weil hier dann die Leute fehlen. Ich brauche in der Schicht B mehr Polizisten, 2 mindestens. Ja, ich muss morgen 2 Polizisten für die B-Schicht beantragen, das geht sonst nicht. Tag 6, 20. Juli, Samstag. Thomas Blaine, schwangeren Mörder in Psychiatrie eingeliefert. Dr. Eleonora Waterbury, Thomas Blaine leidet an einer neuen Form der Schizophrenie. Bürgermeister Rogers hat keine Angst vor der Konkurrenz. Na, das habe ich mir gedacht. Na gut. Wir sind dann Tag 6. Wir haben offenbar kein Wochenende, keinen Samstag für uns, keinen freien Tag, sondern müssen jeden Tag zur Arbeit gehen. Tja, und von den 180 Tagen, die uns geblieben sind, in denen wir im Bestfall kein Aufsehen erregen sollten und keinen Blödsinn anstellen sollten, so wie der Bürgermeister es uns gesagt hat, sind die ersten 6 jetzt schon vorbei. Also die erste Woche haben wir bald hinter uns. Es wird noch ein langer, langer, langer Weg. Und ich bin noch immer nicht so ganz sicher, ob wir wirklich das komplett als Let's Play spielen sollen. Ich denke mal, man hat einen sehr guten Eindruck gewonnen. Das Spiel selber gefällt mir ziemlich gut, ist aber mehr so ein Manager-Spiel und weniger tatsächlich das, was ich erwartet hatte. Nämlich viel Story und viele Entscheidungen, obwohl es natürlich schon in die Richtung geht. Müsst ihr jetzt mal sagen, wollt ihr das weitersehen? Wenn ja, dann kann ich das gerne weiter spielen. Ich kann das auch, ja, an der Stelle einfach mal beenden oder vielleicht machen wir noch einen Tag hinten dran, den 7. Tag, und dann warte ich mal ab, was die Kommentare sagen, ob ihr das gerne weitersehen möchtet oder ob ihr gerne was anderes sehen möchtet. Es ist schon ein ziemlich cooles Spiel, ist jetzt aber kein Spiel, ja, was man glaube ich wirklich dauerhaft im Let's Play spielen möchte. Wenn euch das interessiert, das Spiel gibt es erstens über Origin Access, da wo ich es auch her habe. Ist eine sehr schöne Erfindung, also keine Erfindung von Origin, aber eine sehr schöne Einrichtung von Origin, dass man eben für 3,99 im Monat Zugriff auf jede Menge Spiele bekommt, die auch immer wieder erweitert werden. Quasi wie so ein dauerhaftes Spielabo. Sehr angenehme Sache das. Kann man eben Dinge mal ausprobieren und gucken, ob sie überhaupt was für einen sind, bevor man sie kauft. Das ist zu empfehlen, weil das gibt's da mit dabei. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch da gerne mal informieren und das selbst spielen. Ansonsten, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, weil, wie gesagt, einen Tag machen wir auf jeden Fall noch. Und ich sag einfach mal, bis gleich.